Hallo und herzlich willkommen bei www.deinschlagzeuglehrer.de. Mein Name ist Timo Ikenroth und ich begrüße dich ganz herzlich zur Warm-up-Reihe Hamburger Coca-Cola, heute Part 4. Los geht's! Wir haben uns die letzten Wochen ja schon sehr ausführlich mit den Hamburger Coca-Cola Warm-Up beschäftigt und wir hatten es bis jetzt eigentlich immer relativ losgelöst von Notenwerten gespielt. Natürlich habe ich immer was im Hinterkopf gehabt, aber das habe ich euch so nicht direkt weitergegeben. Heute möchte ich das Hamburger Coca-Cola Warm-Up um die Bassdrum noch ergänzen. Das heißt, der Fuß, die Bassdrum, soll auch noch was zu tun bekommen und dann werden wir die Stickings vom letzten Mal und vom vorletzten Mal, also rechts, links abwechselnd oder eben die Stickings, die wir beim letzten Mal behandelt haben, entsprechend damit kombinieren. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch auf jeden Fall bitte vorher die anderen Warm-Ups an. In der Infokarte hier oben, da geht es zumindest schon mal zu Part 3 und die anderen findet ihr, also die anderen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Aber nun wollen wir direkt mal ans Eingemachte gehen. Heute beginnen wir ausnahmsweise mal nicht mit den Hamburgern, sondern mit der Coca-Cola. Unser Sticking bleibt erstmal rechts, links abwechselnd. Coca-Cola hat 4 Silben, also wir haben ein Vierer-Grouping. Und die erste Silbe haben wir die letzten Male immer auf einem Tom mitbetont. Das heißt, wenn wir mit der rechten Hand starten, ist die erste Silbe auf Tom 3, links, rechts, links, bleiben auf der Snare-Tom. Kurz zur Wiederholung, das wäre dann folgendermaßen mit rechts begonnen. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Oder wenn wir das mit links beginnen. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Aber wie angekündigt, wollen wir das natürlich jetzt mit der Bassdrum kombinieren, beziehungsweise die Bassdrum in dieses Grouping in die Coca-Cola integrieren. Das machen wir, indem wir einfach die erste Silbe mit der Bassdrum doppeln. Das heißt, dort, wo wir sowieso schon das Tom schlagen, da kommt jetzt die Bassdrum noch mit zusätzlich dazu. Ich mache es einmal langsam vor. Coca-Cola einmal vorweg. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Das wäre mit rechts beginnen. Mit links beginnen, dann wieder auf Tom 1 mit der linken Hand und das gleiche Spiel. Das heißt, ich doppel jetzt Tom 1, meine linke Hand mit der Bassdrum. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Und jetzt machen wir das Ganze mal über einen längeren Zeitraum gemeinsam, nur mit der rechten Hand gestartet. Das heißt, rechte Hand Tom 3, links, rechts, links, Snare Drum. Und immer wenn ich Tom 3 schlage, trete ich die Bassdrum mit. Das Tempo, das ich jetzt einstelle, ist dieses hier. Das heißt, ihr hört immer diesen einen Klick. Der erste Klick ist jetzt immer die erste Silbe von der Coca-Cola. Das bedeutet, ihr hört das, ist also Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Also, ein bisschen flotter als vorhin, als ich es nochmal erklärt habe. Wenn es euch zu schnell ist, dann macht es zu Hause langsamer. Wenn es euch zu langsam ist, macht es zu Hause schneller. Ich mache es jetzt aber eine Zeit lang mal in diesem Tempo vor und dann könnt ihr auch ganz gut mitverfolgen, was passiert. Ich zähle es einmal vor. Nein, ich zähle es zweimal vor. Ist einfacher dann. Coca-Cola, Coca-Cola. Wenn ihr das dann macht, versucht wirklich, dass euer Tom, also die rechte Hand, wirklich exakt genau mit der Bassdrum zusammen ist. Jetzt machen wir es mal andersrum. Das heißt, wir starten jetzt mit der linken Hand auf Tom 1. Dann haben wir rechts, links, rechts, Snare. Und dann geht es von vorne los. Und denkt dran, Tom 1 wird gedoppelt mit der Bassdrum. Coca-Cola, Coca-Cola. Das
das war es jetzt mal fürs Erste mit der Coca-Cola. Kommen wir jetzt zu den Hamburgern. Bei den Hamburgern machen wir es jetzt folgendermaßen. Unser Sticking wird jetzt immer sein rechts, links, links. Das haben wir in Part 3 so gemacht. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt vorher an, damit das schon ein bisschen gefestigt ist. Das heißt, unser Hamburger hat drei Silben, bedeutet auch hier meine erste Silbe nehme ich wieder auf einen Tom. Das heißt, wenn ich mit rechts starte, habe ich immer Tom 3 auf der ersten Silbe mit meiner rechten Hand und links, links auf der Snare Drum. Wäre also, ich mache es noch einmal langsam vor, folgendermaßen: Hamburger, 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 Hamburger. Bisschen schneller. Hamburger, 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 Hamburger. So, jetzt ist es aber so, dass ich nicht immer meine erste Silbe mit der Bassdrum mitspielen möchte, sondern ich werde die Bassdrum innerhalb des Hamburgers verschieben. Das heißt, beim ersten Mal kommt meine Bassdrum auf die erste Silbe auf Ham. Das wäre so folgendermaßen: Hamburger. Beim zweiten Durchgang kommt meine Bassdrum auf Bör, also auf die zweite Silbe: Hamburger. Und beim dritten Durchgang setze ich die Bassdrum auf die dritte Silbe, also auf Ger. Und es gibt auch einen vierten Durchgang und da passiert gar nichts. Das heißt, wir steppen die Bassdrum einmal durch die Silben durch und beim letzten Mal haben wir dann eben, oder beim letzten Hamburger haben wir dann eben gar keine Bassdrum. Um das mal so ein bisschen einfacher zu machen, machen wir jetzt immer diese vier Durchgänge mit dem Hamburger und wir machen erstmal nur die allererste Silbe. Das heißt, wir haben einmal Hamburger mit der Bassdrum und dann drei Hamburger ohne Bassdrum. Wollen wir es einmal versuchen? Ich nehme dafür jetzt mal ein langsameres Tempo, weil das ja gleich schon gar nicht so einfach ist, sich auch zu merken und die Übersicht zu behalten, wo setzt denn eigentlich die Bassdrum hin. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal in ein langsames Tempo und ich zähle den Hamburger für euch mit. Und das ist das Tempo dann, was ihr bitte mitspielt. Das heißt, vier Durchgänge Hamburger und nur bei dem allerersten Durchgang auf der 1 die Bassdrum mittreten. Ich zähle euch viermal den Hamburger vorweg. Hamburger, 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 Hamburger. Jetzt ergänzen wir den zweiten Hamburger um die Bassdrum, die dann auf der zweiten Silbe liegt, also auf Hamburger. Und die dritte und vierte Hamburger-Fraktion bleibt noch ohne Bassdrum. Ich zähle wieder vier Hamburger vorweg. Hamburger, 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 Hamburger. Im nächsten Durchgang passiert Folgendes. Erster Hamburger, Bassdrum auf der ersten Silbe. Zweiter Hamburger, Bassdrum auf der zweiten Silbe. Dritter Hamburger, Bassdrum auf der dritten Silbe. Und im vierten Durchgang, also im vierten Hamburger, passiert dann nichts. Klingt gar nicht so schwer, oder? Also, wir machen es mir mal. Ich zähle euch wieder mit vier Hamburgern ein. Hamburger, 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 Hamburger. Sehr schön. Um das Ganze abzurunden, beginnen wir jetzt alle Hamburger mit der linken Hand auf Tom 1 und machen dann rechts, rechts auf der Snare. Ich empfehle natürlich, dass das auch so durchzusteppen, wie wir es eben gemacht haben. Um so ein bisschen Zeit zu sparen, gehe ich direkt in die Sequenz, die wir zuletzt hatten. Das heißt, mein Tom 1 wird in der ersten Hamburger Durchgangsreihe mit der Bassdrum mitgespielt. Zweiter Hamburger dann eben auf den ersten rechten Schlag, der auf der Snare kommt. Dritter Hamburger auf den zweiten rechten Schlag, der auf der Snare kommt. Und im vierten Hamburger passiert von der Bassdrum her überhaupt nichts. Wir beginnen jetzt mit links und machen also immer links, rechts, rechts und dann wie beschrieben. Wieder vier Hamburger vorweg.
Hamburger, 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 Hamburger. Das waren jetzt die Grundlagen für das, was jetzt kommt. Denn wie auch schon die ganzen Warm-ups zuvor des Coca-Cola Hamburger Warm-ups, möchte ich jetzt gerne Coca-Cola und Hamburger miteinander verknüpfen. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Im Gegensatz zu den anderen Malen kommt jetzt dreimal die Coca-Cola vorweg. Und danach machen wir viermal die Hamburger, wie wir es gerade auch gemeinsam geübt haben. Das heißt, dreimal Coca-Cola, viermal Hamburger und dann geht es immer wieder von vorne los. Bedeutet, ich mache einmal nochmal die Coca-Cola. Coca-Cola ist jetzt nichts anderes als das. Coca-Cola. Also passt jetzt gut auf. Zweimal Coca-Cola vorweg und dann sind wir in der Sequenz mit dreimal Coca-Cola und viermal Hamburger. Plus Wiederholung natürlich. Coca-Cola, Coca-Cola. Und wir sind natürlich hier für Gleichberechtigung, deswegen machen wir das Ganze auch noch mit links beginnen. Das heißt, wir beginnen die Coca-Cola mit links. Coca-Cola. Und auch den Hamburger mit links, also Hamburger. Und die Baser macht genau das Gleiche, was sie gerade auch schon bei der rechtsführenden Sequenz gemacht hat. Wie gesagt, es ändert sich nichts, außer dass wir jetzt mit links auf Tom 1 starten. Es kommt zweimal die Coca-Cola vorweg und dann sind wir in der dreimal Coca-Cola 4 Hamburger-Fraktion. Coca-Cola, Coca-Cola. Das war das Hamburger Coca-Cola Warm-up Part 4. Und ihr merkt schon, es spitzt sich langsam zu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Kommentare loswerden wollt, dann schreibt euch die Finger wund unter diesem Video. Ihr könnt mich natürlich gerne direkt anschreiben. Ihr findet mich auch auf Facebook und auf Instagram. Bitte lasst doch ein Like da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, bitte folgt doch auch meinem Kanal und ich fordere euch und bitte euch natürlich auch darum, mir auf Instagram und Facebook zu folgen. Es gibt immer auf jedem Kanal so ein paar andere Infos über mich, zu mir, von mir, verschiedene Themen und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann zum letzten Teil des Hamburger Coca-Cola Warm-ups. Bis dahin, bleibt gesund und munter und habt eine gute Zeit. Bis demnächst, euer Timo. Ciao.